Hallihallo und willkommen bei Fortress Craft the Wolf mit Andui. Hallo, grüß euch. Und Debra. Ja. Yep. Ja. 2 Wochen vergangen, wir wissen von nichts mehr. Genau, wir sind echt planlos. Ja, wir sind jetzt einmal kurz durchgelaufen und haben so geschaut, was noch. Und wir waren verwundert, was schon alles steht. Ja, genau. Ja, ich werde einfach weiter die ganzen Dinge da anschließen. Ne? Ich habe noch im Inventar jede Menge Ressourcen neu gesehen. Ich glaube, ja. Mhm. Warum arbeitet das Eisen? Arbeitet das eh? Genau, da habe ich die angereicherte Kohle. Auch noch angeschlossen. Was ist denn da so laut? Also ist bei dir. Das bin ich, ja. Scusa, bin gleich weg. Kein Problem. Bin gleich weg. Genau, da das Kohlelager, das füllt sich jetzt schon schön. Ah, jetzt geht's weiter. Okay. Das, da füllt sich auch. Jo. Gut, dann würde ich mal sagen, Kohlelager passt soweit. Dann schauen wir gleich mal weiter. Ich glaube, ich war gerade bei diesen Leitungen, dass ich die nach unten verlege. Genau. Ja, ich mache mein Lager und das alles fertig. Warte, ich bin da gleich durch. Dann wird es wieder ruhiger. Genau, da haben wir 10 praktisch, müsste das sein. Das nächste. Ja, du kannst die Geschosse gerne beschriften. Ja, ich weiß jetzt nicht mehr, was da schon drin ist. Achso, einfach. Sehr an den Storage hoppen, ne? Jo. Aber warum ist da nichts angeschlossen? Das ist ich muss erst einiges anschließen. Ah nein, da kommt's drauf. Ja. Ah ja, das ist nur der alte Aufgang, ne? Mhm. Ja. Mhm. Ich habe mir gedacht, ich lasse den mal. Ja, passt schon. Also, weil sonst haben wir ja nichts mehr für die Produktion. Ja. Zinn. So, was ist noch Eisen gekommen? Lithium, das war das hier. Das müsste da Kupfer sein. Gold. Genau, da ist Kupfer. Jetzt mal das los wird im Inventar. Mhm. Was haben wir da? Nickel. Das ist Nickel, sehr schön. Ah, da sagt sie an dem Zinn da, okay. Ja, da ist nur jede Menge abzubauen. Ja, aber bei der Kohle oben habe ich jetzt einmal einiges aufgebaut. Das ist dann mehr parallel. Da werden wir jetzt im Stockwerk gut an Eisen einmal. Machst du was in meinen Stockwerk? Sag mal, haben wir nicht Eisen schon angefügt? Ich habe Eisen raufgeholt. Warte. Ah, dann war ich da gerade. Das glaube ich habe ich gerade gemacht. Ich glaube, das hattest du gerade in Angriff genommen. Jawohl, ich weiß schon. Oder die Orientierung. Aber wir haben ja super beschriftet. Zinn? Gut, Zinn. Das kann ich schon wegnehmen. Passt. Das ist lala. Da hat sie dann. War das da? Wow, ich merke gerade, das ist wirklich lange her. Wirklich. Okay. Ich überlege gerade, wo das Zinn, sage ich immer, das Eisen vollkommen ist, aber ich glaube, das ist da herum. Okay, das ist Zinn. Und zwar, dann müsste da irgendwo ein Gang weggehen. Ist das? Was ist da? Okay. Du kannst das ja probieren, ob du mit diesem Röntgenblick alles ansehen kannst. Oh. Ja. Da müsste doch eigentlich der Urgang.
ist er, der Gang. Da ist er. So, dann wird da schon wieder fleißig aufgebaut beim Hofland. Sehr schön. Ist er wieder nackt in der Gegend? Jetzt weiß ich wieder, minus 65 sind wir da, genau. Das war ja das Thema, wo gehen wir mit den Erzen entlang. Mhm. Langsam habe ich es wieder. Mein Gott, der hat's. Mhm. Ja, aber keine Angst, ich muss mir auch wieder erinnern. Aber dass da noch die Rohre fehlen, ne? Ja. Ja, jetzt weiß ich es wieder. Haben wir da schon Rohre verlegt in dem Geschoss? Ich weiß nicht, ob da schon jemand. Ja, da fehlen sie auch noch. Noch eins auf. Ja, ich weiß schon wieder so weit, das mit der Kohle, die da im Weg ist. Ja, der Grund, ich bin am Dach. Ja, da gehen jetzt die Stiegen weiter. Genau. Da war auch noch was, ne? Ja.
Der Grund, dass wenig weitergegangen ist, auch außerhalb der Aufnahme, ist unser neues Game, wir haben es ja bei Minecraft schon erwähnt, PD. Ja, genau, das hat dich... Das ein bisschen Stunden verschlungen hat in letzter Zeit. ...schon voll in Anspruch genommen und ich bin gerade dabei, auch ein Game, vorzuproduzieren. Ne? Vorzuproduzieren. Und zwar Craft a World. Ja, worum geht's da? Das ist ein Side-Scroll-Spiel. Da geht es um kleine Zwerge, die sich eben ein Reich aufbauen und halt ständig von irgendwelchen Orks oder so tyrannisiert werden. Und da kommt man eben tief in die Erde, lernt Rezepte, wie man was baut und man entwickelt es immer weiter. Ist wirklich lieb. Also lieb, das ist... Ja... Mich fesselt es und ich sehe den Zwergen so gerne zu. Geschossen genug jetzt. So ist es ja. Das ist der Nachteil, wenn man mit reichen Erzvorkommen die mit startet. Ja, sonst ist es aber nicht weiterkommen. Ja, sonst kommt man nicht weiter. Das ist schlimm. Förderung einsetzen und das werden wir hier rein rüberleiten. Du bist mir nämlich im Wege. Brauche ich ja Kohle. Das mache ich vielleicht später noch. Dann nicht wirklich was Spannendes, weil diese Kohle da wegnehmen muss, damit wir überhaupt noch weitermachen können. Wie schaut eigentlich aus im Labor? Schau ich beim nächsten Mal, wenn ich oben bin, noch. Müsste durchgelaufen sein mittlerweile. Ja, irgendwie haben wir beim Bauen aus den Augen verloren, dass ja das eigentlich nur die erste Hälfte ist, ne? Weil insgesamt brauchen wir 20. Wir haben gesagt, wir starten einmal zu Beginn mit den ersten 10, weil dann bringen wir alles unter.
Ja. Was man so bis Tiefe 500 circa findet. Wie tief sind wir denn eigentlich schon? Ja, circa 500 sind wir jetzt okay. Ungefähr. Auch fertig. Nee. Immer Trader. So. Läuft da eigentlich was durch? Warum läuft nicht da? Eisen ist noch nicht da. Nein, ich bin bei Kupfer. Also. Antimeter. Yep. So. Warum merkst du dann nicht oder tust du eh? Na, jetzt hat er wieder. So, dann haben wir da das nächste. Sind fast schon zu langsam für den großen Drillmotor. Naja. Was heißt zu langsam? Der produziert oder baut schneller, ob es die Rohre ja, klar. Transportieren können. Ja, ja. Okay. War uns das bewusst? Ja. Okay. Ist es okay. Gut, dann lasse ich die da mal werken. Oder wird da gleich mit ausgesaugt? Das gefällt mir. Daumen hoch. Gottes Mann, das Zinn ist riesig. Da fallen die Klubscher raus. Und nach Kupfer kommt Eisen. Da ist noch nichts. Nein, gehe aber gleich aus nächstes an, dass ich die Erzleitungen lege. Jetzt momentan kämpfe ich da noch mit den Bahnleitungen herum. Okay, 1, 2, 3. Das heißt, das dritte ist dann eigentlich Eisen. Jo. Okay. Die Frage ist, wie wir es mit Crystal Deposit und mit Biomasse machen. Okay. Nachdem wir jetzt Zinn schon drinnen haben, dann wäre noch Eisen, Lithium und nach Lithium wäre Crystal Deposit. Achso, ich habe noch Lithium wie Gold. Ja, eigentlich wäre Crystal Deposit dazwischen, das kommt in den kalten Kavernen vor. Okay. Und das wäre vor der Tiefe, wo dann Gold gekommen ist. Mhm. Ja, da oben muss ich die Leitungen halt immer umlegen, damit ich schön... Ah nein, das geht ja aus. 3 vom Rand. Wo sind da ist 3. 1, 2, 3. Ja, und alles, was da in den Geschossen seht, wird dann irgendwann abgebaut werden. Du,
schaut es eigentlich mit der Zeit aus? Ja, Punkt genau. Ja, ja, gerade hingeschaut. Also dann, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, schaut wieder rein, wenn wir weiterwerken an unserem phänomenal riesigen Bauwerk und dein Lager. Ja. Ja, heute werden ein paar Folgen aufgenommen, also in der nächsten wissen wir jetzt genau, was noch zu tun ist. Nein, es wird jetzt wieder regelmäßiger stattfinden. Es war halt firmenmäßig auch sehr viel zu tun. Naja. Ja, gut. Also gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.